Riten, auch im Hinduismus, im Buddhismus, ja, im Taoismus und so weiter, was da gemacht wird. Ja. Wir sollten wirklich auch Respekt vor dem haben, was diese Leute dann auch machen, ja, was die Religionen sind. Und das ist dann gemeint mit, wie soll man sagen, mit Toleranz. Ja. Toleranz ist ja mittlerweile ein Begriff, den ich immer dann verwende, wenn ich kein Argument mehr habe. Dann sage ich, du bist intolerant. Ja. Wenn mir nichts mehr einfällt, dann heißt es, ja, du bist intolerant. Aber wir müssen auf die Argumente schauen. Ja. Toleranz heißt, dem anderen schon zu sagen, dass das nicht richtig ist. Aber wenn er es nicht macht, ihn trotzdem zu akzeptieren, in Liebe anzunehmen, ja, zu lieben. Und, aber es heißt nicht, dass wir das gutheißen müssen, was der andere macht. Ja, ein bisschen aufpassen bei Toleranz. Also, wir müssen schauen, was bewirkt dieser Ritus, der gemacht wird an mir, in meiner Seele. Oder Sicht des New Age, in meinem Bewusstsein, in meinem höheren Selbst. Genau, also ich kann ihn nicht entfremden. Und wichtig ist zu wissen, dass wenn man ein magisches Weltbild hat und das New Age hat ein magisches Weltbild, dann schreit der Mensch nach einer magischen Medizin. Wenn wir ein sehr weltlich-materialistisches Weltbild haben, dann schreit der Mensch nach einer materialistischen Medizin. Das haben wir durch die Schulmedizin auch. Ja? Ja? Das ist auch, das muss man auch verstehen. Ja? Alles Chemie eigentlich, genau genommen. Ja? Also das muss man wissen. Jetzt haben wir aber durch das New Age eine Sehnsucht, weil es ein magisches Weltbild ist, nach einer magischen Medizin. Ja? Und diese Medizin ist die, die auf das höhere Selbst, auf diesen Ätherleib, auf diese Blockaden einwirkt. Wichtig zu wissen. Jetzt gehen wir in die Tiefe. Jetzt wird es ein bisschen praktischer zuallererst, aber schauen wir, was sagt die Heilige Schrift. Ja? Ich habe von der Unterscheidung der Geister gesprochen, die der heilige Paulus sagt. Und es geht darum, dass wir eigentlich den Heiligen Geist vom Geist der Lüge unterscheiden und auch ganz wichtig, den Heiligen Geist von unserem eigenen Stolz. Ja, denn unser Stolz führt uns ja in die Ablehnung Gottes, in die ganzen Praktiken hinein. Unser Stolz sagt, du willst doch selber sein wie Gott. Ja? Daher muss man aufpassen. Also, 1. Johannesbrief 4,1,6. Geliebte, traut nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind in die Welt hinausgezogen. Daran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der Jesus Christus bekennt, als im Fleisch gekommen, ist aus Gott. Und jeder Geist, der Jesus nicht bekennt, ist nicht aus Gott. Das ist der Geist des Antichrists, über den ihr gehört habt, dass er kommt. Jetzt ist er schon in der Welt. Ja? Also dort, wo wir hören, Jesus Christus ist wahrer Mensch und wahrer Gott. Er ist gekommen, um uns zu erlösen. Dort ist die Wahrheit. Wenn aber jemand sagt, ja, mit Jesus Christus haben wir nichts zu tun, dann muss man aufpassen, dann ist es hier nach dieser Stelle, nach Johannes, der Geist des Antichristes, also der Widersacher Gottes. Antichrist heißt ja gegen Christus. Ja? Also der Widersacher Gottes, kann man sagen. Im 1. Timotheusbrief heißt es, der Geist aber sagt ausdrücklich, in späteren Zeiten werden manche vom Glauben abfallen. Sie werden sich betrügerischen Geistern und Lehren von Dämonen zuwenden, getäuscht von heuchlerischen Lügnern, deren Gewissen gebrandmarkt ist. Ja? Das ist auch interessant. Also vom Glauben abfallen heißt von Jesus Christus abzufallen und sich dann den Lügengeistern, den Dämonen zuzuwenden. Ja? Und im 2. Timotheusbrief heißt es noch, denn es wird eine Zeit kommen, in der man die gesunde Lehre nicht erträgt, sondern sich nach eigenen Begierden Lehrer sucht, um sich die Ohren zu kitzeln. Und man wird von der Wahrheit das Ohr abwenden, sich dagegen Fabeleien zuwenden. Und ist das nicht so? Wenn der Pfarrer beispielsweise mir nicht passt, suche ich mir dann jemanden, der meine Meinung bestätigt? Gehe ich zu so vielen Priestern, bis der Priester dann endlich sagt, jawohl, das darfst du oder das darfst du nicht? Oder ja, der einfach meine Meinung bestätigt. Ist es nicht so? Selbst bei uns schon im katholischen Kreis. Ja, das muss man echt sagen. Wir suchen uns auch Leute, die eigentlich meine Meinung verkünden und die bestätigen. Eigentlich müssten wir uns genau die anderen Leute suchen, damit wir zum Nachdenken kommen und sagen, ja, vielleicht hat der ja recht, ja, vielleicht sollte ich mal was tun. Ist gar nicht schlecht, dass ich mal da die Messe gegangen bin, der hat mir jetzt einen Impuls gegeben, wo ich sage, da müsste ich jetzt vielleicht einmal was machen.
Ja? Also es ist ganz interessant. Aber genauso ist es auch bei den ganzen esoterischen Praktiken. Das, was mir passt, da gehe ich hin. Und das ist typisch New Age. Ich kann mir aussuchen, was ich will, was mir passt. Dieser Supermarkt, in den ich hineingehen kann. Ja? Aber glücklich wird man einfach nicht. Es sind Fabeleien, steht hier. 2. Timotheusbrief. Genau. Und wichtig ist, Jesus Christus hat aufgeräumt mit all den falschen Lehren. Stellt euch vor, Jahr 0 ungefähr. Ja? Eigentlich muss man sagen, 30 Jahre später dann. Ja? Jesus kommt in die Welt und sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er sagt nicht, ich und Buddha und die Schlangengöttin und später Mohammed und Martin Luther und viele andere, wir sind der Weg, die Wahrheit und das Leben, sondern er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er sagt auch nicht, ich bin ein Teil deines Weges, ja, sondern ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Und jetzt unterstreicht es Jesus, ja, Johannes 14,6, wenn er sagt, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und das ist der Grund, warum er zu seinen Jüngern sagt, geht hinaus in die ganze Welt, verkündet allen Geschöpfen das Evangelium, tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch gesagt habe. Ja, also mir kommt es im Moment so vor wie, ja, ist ja eh alles gut, wir kommen ja eh alle irgendwie in den Himmel und eigentlich habe ich ja nichts angestellt, Beichten brauche ich ja eigentlich gar nicht. Gell? Es ist so, wie soll man sagen, das ist so typisch. Ja? Aber er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er räumt eigentlich auf. Es hat den Hinduismus gegeben zu der Zeit, also den Buddhismus, den ganzen Taoismus, den Daoismus, Konfuzianismus, viele andere verschiedene Gottheiten, Naturvölker, Naturreligionen hat es gegeben. Und Jesus kommt jetzt und sagt, hey, alles weg. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und jetzt bitte geht's hinaus und sagt es den anderen. Ja? Wenn wir ehrlich sind, wir haben doch Angst. Wir haben doch Angst, dem anderen zu sagen, du, schau mal, du hast doch viel mehr, wenn du zu Christus gehst. Ja? Da hast du genau deine Erfüllung. Du hast etwas. Das war der Sinn des Zweiten Vatikanischen Konzils. Ja? Zu sagen, hey, liebe Leute, wir haben etwas an euch. Wir können euch etwas geben. Also bitte kommt. Ja? Das wäre eigentlich der Sinn des Zweiten Vatikanischen Konzils gewesen. Aber wenn wir ehrlich sind, was haben wir aus dem Zweiten Vatikanischen Konzil gemacht? Ja? So quasi, ist eh alles gut und ja, ist ja eh und es gibt den Teufel nicht, es gibt die Hölle nicht, dann gibt es auch keine Sünde nicht, ja? Dann brauche ich auch nichts Gutes tun und dann vergibe ich mir meine Sünden halt einfach selber. Ja? Es ist so dieser typische Punkt, aber Jesus Christus, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und in Apostelgeschichte 4,12 heißt es, und in keinem anderen ist das Heil zu finden, denn es ist uns Menschen kein anderer Name unter dem Himmel gegeben, durch den wir gerettet werden sollen. Und ist euch schon aufgefallen, an jedem Sonntag, in jedem Evangelium fordert Jesus klar oder zwischen den Zeilen, sage ich wieder, zwischen den Zeilen lesen, die Entscheidung, jetzt entscheide dich für mich oder gegen mich. In jedem Evangelium, immer am Sonntag, entweder klar und deutlich oder zwischen den Zeilen. Ja, wer Ohren hat, der höre und so weiter. Also es ist ganz, ganz interessant. Also die Heilige Schrift muss man mit der Kraft des Heiligen Geistes lesen, sonst kann man die Heilige Schrift wirklich nicht verstehen. Wir müssen immer um den Heiligen Geist bitten und wenn er uns das auslegt, dann ist es auch richtig ausgelegt, denn sie ist aus, man muss sich das vorstellen, aus der Sicht Gottes durch die Kraft des Heiligen Geistes geschrieben worden. Also sie ist eigentlich der Blickwinkel von Gott auf uns. Aber jetzt lesen wir die Heilige Schrift von unserem Blickwinkel auf Gott. Also es ist ein völlig verkehrter Ansatz. Ja, wir müssen lernen, mit den Augen Gottes uns selber die Welt und die Heilige Schrift zu sehen und zu lesen. Und wenn wir das haben und wenn wir das lesen, dann wissen wir eigentlich erst, okay, jetzt habe ich es verstanden. Ja, das ist der richtige Ansatz. Daher verstehen viele die Heilige Schrift nicht, weil sie mit unseren Augen und auch ohne den Heiligen Geist die Heilige Schrift lesen. Aber das ist wichtig, dass man, wie soll man sagen, dass man das lernt. Ja, dazu seid ihr auch hier, dass ihr erstens das hört und zweitens dann auch das, so gut es geht, umsetzt in eurem Leben. Okay, jetzt wird es ein bisschen praktisch. Eine Bibelstelle geht noch voraus, nämlich Deuteronomium 18, 9 bis 12. Wenn du in das Land hineinziehst,
das der Herr, dein Gott, dir gibt, sollst du nicht lernen, die Gräuel dieser Völker nachzuahmen. Es soll bei dir keinen geben, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt, keinen, der Losorakel befragt, Wolken deutet, aus dem Becher weissagt, zaubert, Gebetsbeschwörungen hersagt oder Totengeister befragt, keinen Hellseher, keinen, der Verstorbene um Rat fragt, denn jeder, der so etwas tut, ist dem Herrn ein Greuel. Ja. Und hier steht auch Gebetsbeschwörungen. Also man kann Gebet auch missbrauchen. Magisches Beten, sagt man dazu. Da komme ich noch dazu. Okay, wie ich euch gesagt habe, New Age betrachtet Krankheit als Folge eines Verhaltens, das nicht im Einklang mit dem Kosmos steht. Das heißt, ich muss einfach alles tun, um im Einklang mit dem Kosmos zu sein. Ja? Und alles, was ich tue, hat mir dazu zu dienen. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich fasse es zusammen, das ganze Gebiet des Heilens. Ja? Ich werde jetzt einfach diese Praktiken auch nennen. Also, das ganze Gebiet der sogenannten Energie- und Lichtarbeit. Da gehört dazu zum Beispiel das Lichtfasten, Lichtnahrung oder Licht oder Energie schicken. Ja? Wir schicken den Segen, wir beten für andere, wir schicken kein Licht. Ja, ich schicke dir Licht. Ja. Ich schicke dir gute Gedanken. Ja, wenn es ein Gebet ist, dann ist es schön. Dann ist es wirklich ein guter Gedanke. Dann hat es einen Sinn. Wenn es aber eher so ein bisschen entfremdet ist, ja, ein guter Gedanke. Ja. Eher neutral. Dann das Gebiet der Aura und Aura-Diagnostik. Zum Beispiel Aura und die Kirlian-Fotografie. Dann gibt es zum Beispiel verschiedene Aura-Heilverfahren. Da gehören die Aurasprays dazu, Aurasomatherapie beispielsweise. Ja. Und hier muss man wissen, dass Aura ist in der griechischen Mythologie, ja, die Göttin der Morgenbrise. Ist auch ganz interessant, ja. Weil sie Zeus in einen fließenden Strom oder in eine Brise verwandelt hat, habe ich gelesen. Also von dem her versteckt sich hinter Aura genau genommen eine Göttin aus der Mythologie. Ja. Das ist ganz interessant. Dann gehören dazu sämtliche Chakra-Techniken. Ja? Diese Chakra-Techniken, also es gibt die Chakras an sich nicht. Ja? Sie gehören wieder in diesen Bereich des Ätherleibes und des Astralleibes. Ja? Das muss man auch wissen. Dann esoterische Licht-, Farb-, Klang- und Aromatherapie. Ja? Hier ist es jetzt nicht gemeint, wenn ich jetzt krank bin und ich hole Pfefferminzöl und zieht es die Nase hoch, bitte, ja, das ist nicht gemeint, sondern hier geht es immer um bewusstseinserweiternde Zustände, Vereinigung mit dem Kosmos. Ja? Also alles dient mir, der Geruch, alle Sinne werden angesprochen, ja? Ich höre etwas, um mich mit dem Kosmos zu vereinen. Das ist gemeint mit esoterischer Licht-, Farb-, Klang- und Aromatherapie. Dann gibt es sogenannte Harmoniestäbe, auch Prana-Healing beispielsweise, dann Deva-Sprays, dann Reiki. Reiki ist ganz interessant, geht ja auf den Japaner Mikao Ushui zurück. Es wird immer gesagt, er sei ein christlicher Mönch gewesen, aber man findet definitiv nichts Christliches an Reiki. Ja? Und es gibt noch eine zweite Theorie, die ich glaube, dass sie richtig ist. Er war Anhänger des Tendai-Buddhismus und hat auf dem Berg Kurama bei Osaka ein Erleuchtungserlebnis gehabt, wo ihm der höchste Sonnenbuddha erschienen ist und ihm diese Kraft übertragen hat, diese Reiki-Kraft. Ja? Reiki heißt eigentlich übersetzt Regenzauber bzw. Ki für universale Energie. Das ist genauso wie der Kosmos, diese universale Energie. Ja? Ist genau das, was in diesen Bereich hineinfällt. Und man könnte es übersetzen dann mit universaler Lebensenergie. Und es geht wirklich darum bei Reiki, den Menschen in Harmonie mit sich selbst, mit dem Kosmos und dem ungehemmten Fluss der Lebensenergie Qi, beziehungsweise Ki, je nachdem wie man es ausspricht. Hier heißt es Reiki, ja? Andere sagen auch Qi, dass dieser ungehemmte Fluss der beiden polaren Prinzipien von Yin und Yang, ja, viele haben schon gehört von Yin und Yang wahrscheinlich, zwei Kräfte, die sich eigentlich widersprechen. Ziel ist es, ein harmonisches Gleichgewicht von beiden Kräften zu haben. Und dann hat man diesen ungehemmten Fluss der Lebensenergie. Und sie wirkt auf die Chakren des Menschen, also auf die Energiezentren. Ja? Das ist auch wichtig zu wissen. Reiki ist also eine Kraft, eine Energie, die vermittelt wird,
die auf die Chakren des Menschen wirken sollen. Ja? Aber es ist keine göttliche Energie, die hat nichts mit Jesus Christus, nichts mit dem Heiligen Geist zu tun. Ja? Sondern das ist eine dämonische Kraft. Das muss uns wirklich bewusst sein. Ja? Das ist eigentlich ganz kurz Reiki erklärt. Mehr möchte ich eigentlich gar nicht sagen, weil man könnte so viel über eine einzelne Praktik sagen. Ja? Aber an sich, wer sich auf einen Reiki-Meister einlässt, wenn da Energien vermittelt werden, das ist nicht der Heilige Geist. Ja? Oder wenn man sich einweihen lässt in den verschiedenen Reiki-Stufen, sogenannte Initiationen, ja? Das ist eigentlich wie ein Sakrament, kann man fast sagen. Eine Verbindung. Ja? Und diese Initiationen sind ja auf diesen Mikao Ushui auch, ja? Und auf diesen höchsten Sonnenbuddha. Damit man sie weitergeben kann, gibt es 3 Stufen. Ja, gibt auch noch andere Reiki-Arten, wo es mehrere Stufen gibt. Aber man lässt sich, wie gesagt, auf dämonische Kräfte ein. Ja? Dann das ganze Bereich der Geistheilung. Also wenn Ihnen irgendjemand oder wenn euch irgendjemand einen Geist vermittelt, egal welche Energie oder das ist, oder euch die Hände auflegt, ja, bitte lasst niemanden in eure Seele außer den Heiligen Geist. Das sage ich euch gleich. Der Heilige Geist gehört in eure Seele. Aber alle Geister haben da keinen Platz. Also wenn da jetzt irgendjemand kommt, ein Geistheiler, der sagt, ja, ich vermittle Ihnen Energie, dann sage ich, ja, woher kommt denn die Energie? Ja, die ist so da. Ja, kommt die von Christus? Ja, das kommt von Christus, ist so eine Christus-Energie. Ja, ist aber nicht Jesus Christus wirklich gemeint, sondern es ist eigentlich diese kosmische Energie wieder, die da zum Fließen kommt. Dann gibt es verschiedene Geistheilerbewegungen. Ja? Bruno Gröning ist so eine Sache. Dann gibt es Brazzo. Kennt ihn jemand aus Kroatien, heilender Blick? Ja, die kommen auch nach, oder er kommt nach Liechtenstein, kommen unzählig viele Leute, vor allen Dingen Jugendliche. Er braucht die Leute nur anschauen und sie werden heil. Er ist nur da, schaut die Leute an mit seinem Blick und durch diesen Blick werden sie geheilt. Ja, es geschehen Scheinwunder und die Leute laufen hin. In der Kirche sehe ich wenig Jugendliche, ja. Aber da zahlt man halt was, gell? Bei der Kirche brauchst du eigentlich nichts zahlen. Zumindest in Liechtenstein, Staat und Kirche ist eins. Ja, bei uns ist es egal, ob man aus der Kirche austritt oder nicht, es ist steuerlich gesehen genau das Gleiche. In Deutschland ist es wieder ein bisschen anders, ja, oder in Österreich. Aber im Endeffekt muss man einfach sagen, es ist, ja, es ist keine, nicht der Heilige Geist. Dann Gabriele Wittek beispielsweise, Harry Edwards, Jakob Lorber, verschiedene andere. Dann sämtliche Formen von energetischer Heilung, sogenannte Humanenergetik, ja, Polidaritätsmassage beispielsweise. Dann gibt es energetisiertes Wasser, zum Beispiel sogenanntes Lichtwasser, Apostelwasser, Engelwasser. Ja, da werden also auch Energien auf das Wasser übertragen nach speziellen Riten, oft in Verbindung mit Mond. Bestimmte Stände des Mondes. Ja? Der Mond spielt gerade bei magischen Praktiken eine große Rolle, wobei man sagen muss, einfach wissenschaftlich gesehen, der Mond hat einen Einfluss auf die Natur. Ebbe und Flut ist das einfachste Beispiel. Aber bitte, man muss aufpassen, wenn man dem Mond Kräfte zuschreibt, die er nicht haben kann, dann geht es ins Magische hinein. Und da muss man aufpassen. Ja? Zum Beispiel gibt es den Mondkalender. Man darf sich nur die Haare schneiden an bestimmten Tagen oder zum Zahnarzt darf man nur an bestimmten Tagen gehen und so. Das ist Mangel an Vertrauen an die Liebe und die Vorsehung Gottes. Ja? Es ist interessant, manche lassen sich eher vom Krankenhaus wieder, gehen eher vom Krankenhaus nach Hause, weil sie sagen, wenn man am Mittwoch nach Hause kommt, da ist die Woche angefangen, das bringt Unglück. Also sowas gibt es. Ja? Also es ist so, ja. Dann muss man aufpassen bei der Grander Wasserbelebung. Ich habe mich damit ein bisschen beschäftigt. Es gibt ein sogenanntes Informationswasser, was man braucht. Das fließt praktisch an so einem Gerät vorbei, damit man einfach das Wasser wieder aufpäppelt. Ja? Also aufpassen. Das Wasser hat an sich schon drin. Was muss da noch energetisiert, was muss da noch aufgebessert werden? Ja? Natürlich sind dann auch andere Stoffe im Wasser drin, aber passt auf bei solchen Dingen. Dann Yin und Yang habe ich schon gesagt im Hinblick von Reiki. Dann verschiedenste Formen auch von Wellnessangeboten, die man hinterfragen muss. Zum Beispiel Lomi Lomi Nui, das ist eine hawaiianische Tempelmassage. Das ist auch ein Ritus, ein Massageritus, der an einem vollzogen wird. Ziel wieder, immer das gleiche, Vereinigung mit dem Kosmos. Dann der große Bereich der Alternativmedizin und der alternativen Heilmethoden.
Da gehört beispielsweise